eine Nachricht bekommen. Also, wer hat dich warum hierher geschickt, Chibiusa? Oh, das hätte ich fast vergessen. Mama hat mir einen Brief mitgegeben. Einen Brief? Gib her! Minako, liest du ihn mir bitte vor? Mhm. Ja, aber gern. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass du unserer kleinen Lady einiges beibringen willst. Wir wissen nicht, wie wir dir danken sollen. Pass gut auf unsere kleine Tochter auf. Sie wird dir viel Freude machen. Das war's. Was? Und mehr hat sie nicht geschrieben? Ein Wunder, dass sie überhaupt etwas schreiben kann, wenn man bedenkt, dass Bunny die neue Königin Serenity ist. Was soll das heißen, Luna? Luna liegt gar nicht so falsch mit ihrer Bemerkung. Ein Rechtschreibfehler neben dem anderen. Tatsächlich nicht ein richtiges Wort. Wie kann man so viele Fehler machen? Das ist schon ein Fortschritt. Ich werde ihr ein Wörterbuch schenken. Das nützt nichts. Das kann sie nicht lesen. Das ist eben Bunny. Die lernt es nie. Wir sollten uns lieber um Chibiusa kümmern und nicht um den albernen Brief. Ich frage mich nur, was sie eigentlich von Bunny lernen soll. Bestimmt nicht, wie man sich als Prinzessin benimmt. Dann hätte sie zu Hause bleiben können. Davon hat Bunny keine Ahnung. Was ist, wenn sie genauso tollpatschig wird wie Bunny? Genau, das befürchte ich. Komisch, davor hat mich Sailor Mars in der Zukunft auch gewarnt. Sie hat mir erzählt, wie Gedanken ah, ist. Ray! Was weiß ich, das ist was erzählst du Chibiusa für einen Unsinn? Na, das ist egal. Jedenfalls hast du schlecht über mich gesprochen. So etwas macht man nicht. Macht euch keine Sorgen um mich. So kindisch wie Bunny bin ich schon lange nicht mehr. Wenn wir dir irgendwie helfen können, kannst du es jederzeit sagen. Wir helfen dir gern. Danke. Ich gehe jetzt spielen. Bis später. Bevor du mir sagst, was ich sagen soll. Oh, da ist noch etwas, das habe ich übersehen. PS, liebe Bunny im 20. Jahrhundert. Heute weiß ich, wie wichtig es ist, dass man etwas lernt, wenn man jung ist. Darum bitte ich dich inständig aus der Zukunft. Sei fleißig, Bunny. Anscheinend wird sie doch noch vernünftig. Ich hasse Lernen.